Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem kleinen Überraschungsvideo. Ein Video komplett außerhalb meiner Zeit, aber ich habe gerade eben, literally, gerade eben ein Paket bekommen von Fenty Beauty mit den aktuellen Neuheiten. Und ich dachte mir, es gibt noch nicht so viele Videos hier in Deutschland und ich möchte, dass ihr schnellstmöglich den Content bekommt, den ihr wollt, wofür ihr hier seid. Und zwar Reviews zeigen, testen und meine Meinung zu verschiedenen Produkten. Ich habe alle Creme Bronzer, ich habe alle Creme Blushes hier, ich habe neue Pinsel, neue Produkte und das werde ich euch heute alles in dem Video zeigen. Und ich würde vorschlagen, Freunde, wir fangen auch gleich an. Ich habe die Produkte zur Verfügung gestellt bekommen von Fenty Beauty. Vielen Dank an der Stelle. Ich arbeite ja auch gerade an einer neuen Full-Face-Reihe. In Angesichts dessen hatte ich auch Kontakt mit Fenty Beauty aufgenommen, die mir die Produkte dann auch zur Verfügung gestellt haben. Ich habe eben aber noch meine Bestellung bei Sephora abgegeben für 200 Euro, dass ich dann wirklich ein Full-Face machen kann. Und ich würde vorschlagen, wir machen das Ganze jetzt schon mal so ein bisschen. Ich würde einmal ganz kurz meine Base im Schnelldurchlauf machen, einfach, dass wir so ein bisschen Zeit sparen. Es geht heute nämlich wirklich um die Produkte. Ich benutze als Primer von Fenty Beauty den Pro Filter Hydrating Primer und die Hydrating Foundation in der Farbe 190. Und ja, Freunde, ich freue mich, dass ihr heute da seid. Ich bin total aufgeregt. Eigentlich wollte ich gerade ein Nickerchen machen. Aber wenn Rihanna an der Tür klingelt, dann legt sich Maxim Giacomo nicht hin und sagt, ach nö, da habe ich jetzt keine Zeit. Und irgendwie wusste ich auch nicht mehr, was ich mit meinem Tag machen sollte. Und dann dachte ich mir, okay, dann machen wir das. Primer, ich mag den sehr, sehr gerne. Foundation, ja, ist nett. Farblich ist die Foundation nicht mehr ganz so, wie ich sie eigentlich hätte. Aber Achtung, sie oxidiert ein Stück. Ungefähr 2 Nuancen und dann passt das Ganze. Und wenn ich mit Bronzer rübergehe, dann passe ich das immer so ein bisschen an. Die Foundation habe ich schon eine ganze Weile, seitdem sie draußen ist. Also fast ein Jahr jetzt. Und ja, die hat noch nie gepasst. Freunde, ich nehme einmal einen Concealer schnell und decke das Ganze hier so ein bisschen ab. Und hoffe, dass ihr immer noch dran seid, weil ich aussehe wie ein Gespenst. Ich zeige euch jetzt erstens einmal die Bronzer. Ich habe alle Farben und ich blende euch auch hier einmal alle Farben der Bronzer ein. Bei Fenty Beauty, glaube ich, muss ich nicht viel über Shade Range sprechen. Fenty Beauty hat Shade Range, also die Vielzahl an Farben, auf ein ganz neues Level gebracht, was eigentlich normal sein sollte, aber Fenty Beauty hat es erst, finde ich, so ein bisschen massentauglicher gemacht und das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Ich mag Rihanna sehr gerne, still waiting for Album Nummer 7 oder 8, we don't know, aber es geht um Make-up und ich finde, dass sie es, die hat schon was Krasses, die Gute hat was Krasses entwickelt. Sie hat einfach ihr Ding durchgezogen und droppt jetzt andauernd neue Make-up-Produkte, die halt auch wirklich gut sind. Ich setze einmal ganz kurz unter meinen Augen, dass es nicht so creased. Und dann fangen wir an mit dem Bronzer. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, welche Farbe ich benutzen soll. Ich habe hier einmal Toffee Tees. Ich glaube nicht. Ich habe Teddy. Teddy sieht eigentlich ganz gut aus. Ist ein bisschen dunkler. Ich lasse das mal offen. Dann haben wir Chocolate. Ist auch zu dunkel. Butter Biscuit sieht auch gut aus. Könnte aber eventuell ein bisschen zu hell sein, wenn ich eine passende Foundation habe. Macchiato. Macchiato ist auch schön. Ich glaube, Macchiato ist es. Einen sehr kühlen Ton. Das ist die Farbe Amber. Das könnte perfekt zum Konturieren sein. Und wir haben die Farbe Honey Glaze. Die sieht sehr orange aus. Ihr habt es im Swatch gesehen im Vergleich zu den anderen. Ich glaube, dass es für mich zu orange sein wird, weswegen ich ein anderes Produkt nehme. Ich glaube, ich nehme Macchiato. Ja, das sieht gut aus. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das machen soll. Es gab im Paket ein Pinsel. Das ist einmal der Face Brush in 125. Sieht einmal so aus. Aber den will ich für einen Blush benutzen. Weswegen ich jetzt einfach, glaube ich, einen anderen Pinsel nehme. Ich nehme jetzt hier von Jeffrey und Morphe die Nummer 1 und gehe da einfach mal rein. Das Produkt hat 6,23 Gramm drin. Und das ist dieses klassische Octagon, Achteck von Fenty und ich arbeite mir den jetzt einfach erstmal hier so ein bisschen ein. Muss, glaube ich, so ein bisschen warm werden.
Okay. Ist es die richtige Farbe? Wenn die Foundation passen würde, dann wahrscheinlich ja. Okay, ich stipple mir das einfach hier nur so rauf. Und ich bin im Moment ein großer Fan von Cremeprodukten. Ich habe es euch in dem Video von gestern, glaube ich, gesagt, dass jetzt die perfekte Zeit für Cremeprodukte ist. Es ist noch nicht warm genug, dass das alles irgendwie wegschmilzt, aber es ist auch noch nicht zu kalt, dass es irgendwie komisch ist. Also ihr seht, dadurch, dass meine Foundation jetzt auch so hell war, seht ihr das Cremeprodukt sehr gut. Es geht mit dem Pinsel auch überraschend gut und es ist nicht so intensiv. Also ihr seht, ich gehe öfter rein und baue mir das Produkt dann lieber auf, als es einmal ins Gesicht zu geben und es dann zu dunkel zu haben. Ich gehe jetzt aber nochmal in die dunklere Farbe, und zwar die Farbe 05 Teddy, und gebe mir das hier hin, einfach um das noch so ein bisschen dunkler zu machen und so einen leichten dunkleren Touch zu haben. Rihanna, you tried it. Ich habe gedacht, dass das so intensiv ist. So, oh Gott, wie kriege ich das jemals wieder verblendet? Aber gar nicht. Also das ist so soft, dass man das wirklich lieber aufbaut als zu doll. Wisst ihr, was ich meine? Ich gehe lieber öfter rein bei so einem Produkt, als zu viel drauf zu haben und dann völlig dunkel zu sein. Deswegen gefällt mir das sehr gut. Ihr seht, ich arbeite ja auch wirklich viel und blende mir das hier so ein bisschen rein. Ich mag die Textur sehr gerne. Sie ist sehr cremig und sie schmilzt schön an, aber sie verbindet sich auf der Haut ganz toll mit eurer Haut. Also ihr seht, die Farbe ist da, aber mit dem Pinsel ausgeblendet. Schön. Ich glaube, das ist einer der schönsten Bronzer, die ich bis jetzt hatte. Ich hole euch mal ein Stückchen heran. So könnt ihr das Ganze auch einmal sehr schön sehen, wie glowy das Ganze aussieht. Ich habe auch noch Blushes, Freunde, und ich würde ganz kurz einmal so ein bisschen hier nochmal rüber gehen. Und dann zeige ich euch einmal die Swatches der Blushes. Wir haben wirklich spannende Farben, also wirklich spannende Farben. Sowas wie dieses Orange hier, das ist die Farbe Fuego Flush. Dann haben wir hier einmal Summertime Wine, das ist eher so ein schönes dunkles Rot. Wir haben Daiquiri Dip, ein sehr leuchtendes Rot. Das auf den Lippen kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Wir haben Crush on Cupid. Das ist auch so ein leuchtendes Pink. Das wäre was für meine Mutter, glaube ich. Wir haben eine Farbe, die ich ganz besonders spannend finde. Das ist Drama Class. Und das ist ein Lila. Ich weiß nicht, ob das was für meine Hautfarbe ist. Ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr schöner Ton für dunklere Haut ist. Wir haben hier die Nummer 3, Bikini Martini. Auch das ist ein sehr leuchtendes Pink. Wir haben hier die Farbe Petal Poppin. Die gefällt mir auch sehr gut. Das ist ein schönes, klassisches Rosa, aber eher so ein bisschen Korall-Peachy. Dann haben wir, mein Gott, wie viele? Rose Latte. Das ist ein schönes, dunkles. Ja, was ist das? Ihr seht es. Es ist auf jeden Fall sehr schön. Auch das ist für dunkle Haut, glaube ich, perfekt. Wir haben hier Cool Berry. Auch das ist so ein etwas dunkleres. Scheint, als wäre da etwas Schimmer mit drin. Und wir haben hier Strawberry Dip. Und das ist dieses leuchtende. Ja, das ist eher so ein bisschen fuchsia-mäßig. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, welche Farbe ich möchte. Ich glaube, ich gehe in die Farbe Summertime Wine und benutze dazu von Fenty diesen Pinsel. Ehrlich gesagt bin ich so ein bisschen überrascht über die Größe, denn wenn ich euch das mal im Vergleich zeige, das ist einmal der Creme-Bronzer bzw. das Original-Packaging und das ist das kleine. Die kosten aber auch nur, ich glaube, 19 Euro oder so. Nur, ne? Aber es ist für Fenty Beauty doch schon recht günstig. Ich nehme jetzt den Pinsel, fühlt sich sehr gut an. Übrigens ist so First Impression jetzt hier auch. Gehe hier rein. Pinsel hat einige. Okay. Okay, Sekunde. Okay, she's very bright. Wow. Das ist also sehr intensiv. Das ist nicht so so. Das ist nicht so soft wie die Bronzer beim Auftrag. Gebe mir so ein bisschen hier einfach nochmal auf meine Augen. Das auch als Lidschatten wäre schön. Ich brauche noch eine andere Farbe. Ich gehe jetzt nochmal in die Farbe Cool Berry. Das ist etwas dunkler. Das platziere ich mir direkt so auf den Blush noch oben mit drauf. Ja, um das so ein bisschen. Okay.
Ich gehe ein bisschen nochmal mit meinem Schwamm hier rüber. Aber wow. Also ihr habt gesehen, wie schnell das ging, ne? Krass. Ich überlege, ob ich jetzt noch eine andere Farbe... Ach, ist auch schön, ne? Aber ich glaube, das ist zu viel. Auch so schön. Das ist eher so eine zarte Farbe. Ein sehr, sehr schöner Ton. Petal Poppin. Crush on Cupid ist auch mit zu dunkel. Ich glaube, ich lasse das so. Also es ist sehr, sehr glowy. Ich habe es natürlich jetzt auch noch nicht gesettet. Das würde ich jetzt gleich einmal tun. Aber es sieht sehr frisch aus. Und theoretisch, wenn ihr eine etwas trockenere Haut habt, könntet ihr so rausgehen. Weil dann habt ihr einfach diesen wunderschönen Glow. Bevor wir das machen, möchte ich noch ein anderes Produkt benutzen. Und das ist der Matchstick in der Farbe Pearl. Das ist so ein durchsichtiger Stift. Und der ist wunderschön. Also geswatcht. Das ist wie so ein... Das sieht man fast nicht in der Kamera. Das ist fast wie so Öl. Nimmt der meine Foundation ab jetzt? Ja, ich glaube, der zerbeißt so ein bisschen die Foundation. Den hier so unter den Augenbrauen für so ein bisschen Glass Skin. Also auf der Foundation gefällt es mir nicht so gut. Da finde ich, hat er so ein bisschen abgetragen. Aber der Rest? Yes! Freunde, ich sette einmal ganz kurz mein Gesicht und bin gleich wieder zurück. So, ich habe meine Base einmal fertig gemacht und schaut euch bitte an, wie schön das Ganze aussieht. Sehr, sehr frisch. Ich konnte sogar eben nochmal mit meinem Pinsel, mit dem Bronzerpinsel, immer noch hier rüber gehen und das einfach noch so ein bisschen ausblenden und dann kommt wieder so ein bisschen Feuchtigkeit ins Gesicht und das Ganze strahlt sehr schön. Ich bin mir mit der Blushfarbe gerade unsicher bei mir. Ich glaube, dass ich da aber einfach noch ein paar andere in meinem Gesicht ausprobieren möchte. Es gibt noch ein weiteres Produkt und zwar ist es der Diamond Bomb in Cognac Candy. Und ich habe es eben, als das Paket gekommen ist, schon mal so ein bisschen ausprobiert. Freunde, den hier aufs Augenlid. Für so einen ganz leichten Touch. Ich gehe nochmal mit dem Pinsel rein und trage mir das so ein bisschen grobflächiger auf. Der ist ein bisschen glitzeriger. Ihr kennt die Diamond Bomb Dinger schon. Ich habe den ersten, den How Many Carrots, nicht so gerne getragen im Gesicht, weil der mir zu hell war. Aber dadurch, dass der jetzt hier so ein bisschen dunkler ist, den einfach hier so ein bisschen leicht rüber gedustet. Yes. Okay, krass. Wow. Okay. Also, ich finde es schön, dass es den jetzt nochmal in einer anderen Farbe gibt. Ich hätte gerne noch so ein Zwischending, so ein, vielleicht so ein schönes Champagner. Gibt es das schon? Ich weiß es nicht. Aber so gefällt mir das Ganze sehr, sehr gut. Ich habe auch eine Body Lava ausprobiert. Ich glaube, das könnt ihr nicht sehen. Ich blende euch hier auch wieder einmal ein, wie die neue Body Lava aussieht. Die kommt in diesem extrem großen Oschi. Also ich habe schon einen großen Kopf, ne? Aber das Ding, da sind, was ist da drin? Liter gefühlt? 90 Milliliter, never. Also mit Sicherheit, aber das fühlt sich auf jeden Fall an, als wäre da viel, viel mehr drin. Freunde, ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Produkte euch am besten gefallen haben. Ich liebe diesen leichten Summery-Bronzy-Look und es ging vor allen Dingen sehr, sehr schnell. Also dickes Go für die Bronzer mit den Blushes. Seid vorsichtig, aber perfekt, ich liebe dieses Finish in meinem Gesicht. Wunderschön. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, Freunde. Wir sehen uns bei einem neuen Video wieder. Und ich würde sagen, bis morgen.